Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei Imperium. Ja, und heute versuchen wir es mal und hoffen, dass es klappt. Und mit dabei ist Onkel. Hallöchen. Der graue alte Obi-Onkel. Was? Und Gavax. Jo, hallo Leute. Hey, du hast ja wenigstens noch vernünftige Hui. Haare. Aber Ach der so, Onkel ist denn voll alt. vernünftig. Weiße Ich Haare gleich. ist weiße, du Penner. Und du bist ein Ja. kleiner Quotenneger. Und was willst du denn hier? Echt, bin ich schwarz oder was? Nö, sehe ich gar nicht so aus. Also mein Inventar sieht das nicht so aus. Nö. Nö. Okay, und jetzt, warte mal, Rivana hat gesagt, wir sollen ganz überraschend tun. Oh, guckt mal. Oh, wir haben hier eine Karte und können sogar oh, ins Sandsystem jetzt. Das ist immer hier Ja, aber aufgelistet, nur die, wir haben nur die Namen hier leider. was hier, Und ja, hier was hier so in PvE. diesem Sonnensystem ist für Planeten noch. Da gibt's, ne? Und oh, Gemäßigter das ist ganz Wüstenplanet, neu, das haben wir jetzt Eisplanet, gar nicht gesehen. Lavaplanet Ach, und war das Schwierigkeitsgrad, ne? eigentlich hier Und schon. Weltraum. War das eigentlich hier schon immer so, dass wir unten rechts die Ressourcen angezeigt bekommen haben, wie Ja, viel auf dem natürlich. Planeten was Ja, sind? ja, ja, Krasse ja, ja, Scheiße, ey. Das habe ich jetzt erst rausgefunden, liebe Freunde. Das war. Wow, nach so vielen Boah. Folgen, Ja. krass. Weil Da hinten ist ein Raumschiff, da hinten ist ein Revano Raumschiff. ist ja der Sammler. Was? Der Sammler. Ja, Wo ist dir habt schon mal ihr. aufgefallen, dass wir keine Klamotten haben und du der Einzige Ja, bist, der Klamotten hat? und hast du auch Werkzeuge so zum Abbauen und so? Sonst haben wir nämlich ein Wieso? Problem. Ihr habt doch alle Klamotten an. Nee, Nö. ja, Klamotten, Ja, aber aber kein Inventar. kein Werkzeug, Inventar nein. ist clean. Wir sind Ja? klinisch nicht da. Wir sind klinisch. Ich verstehe nicht, Ja. was ihr wollt von mir. Weil wir haben So. nichts, kein Werkzeug, keine Ja, das Knarre, hab ich doch. keine. Ja, lass uns doch erstmal eine Stelle suchen, Ja, oder wo wir das auch wir haben wir doch gar nicht anfangen. gesagt. Genau. Ja, das war zu viel, aber ich bin Onkel. Das braucht ihr mir doch nicht zu sagen, das weiß ich doch. Wo Ach ist denn so, jetzt okay. überhaupt, ja, durch diesen neuen Patch, da gibt es noch einmal Zeug für Bist du Leute. der Gottmodus? Aber jetzt guck mal, bei der Kupfermine steht 100% Ores left of 1800. Das heißt, ich Ja. kann jetzt auch direkt gucken, dass ich die wirklich leer geackert habe und dann nicht immer so auf gut Glück jetzt, ach, jetzt habe ich keine, Ach, weil da ich habe immer hinten seht ihr nur. das Raumschiff. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen in die Richtung dieses Raumschiffes und dann bauen wir uns irgendwo da auf dem Weg das Lager auf. Vor allem gibt es auch das Kupfererzlager. Vitamins. Klingt ja richtig lecker. Kupfer. Vitamins. Lecker, lecker. Kupfer. So, jetzt müssen wir mal Wo gucken. seid ihr? Nein, ich hab euch Achso, verloren. und die neue Taste ist Hui. T. T wie E wie abtasten. Also Theodor. welche neue Track. Taste? Bei mir ist Oder es E. wie Ja. Trigger. Echt? Bei mir ist immer. Boah, bei mir steht jetzt T zum Einsammeln und E zum Benutzen. Ach, Sehr du hast es also merkwürdig. gar nicht umgeschaltet im Menü. Ja, nur das Da mit der bist F9-Taste. du selber schuld. Ja, das macht ja nichts. Aber diese Map hat schon mal weniger Wasser. Das gefällt mir schon mal besser. Echt? Stimmt. Und da hinten ist ein. Ey, da sind zwei Gebäude. Ich habe ein neues Gebäude entdeckt. Guck mal alle bitte Wo zu bist mir. du, Rivano, 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 Rivano? Wo bist du? Hier, hier. Was, wo? Hinter Du bist euch. so Komm mal ein her. Vollpfosten. Sag doch nicht hier, wenn ich frage, wo du bist. Ja, hinter dir habe ich gesagt. Einfach Nein, du umgehen. hast Ach, gesagt hier. tatsächlich, da. Oh Gott, ganz Da, weit guck hinten. mal, da oben auf dem Berg ist ein Gebäude. Was ist denn das? Das ist Und auch wer? eine. Guck mal, Und rechts von neuer uns. Baum hier. Ja, Oh, und da rechts kannst du ist sogar das was nehmen. Raumschiff. Von dem Ein Baum könnte man Baum? sogar was nehmen. Hier, der Ah, Baum, was der hier gibt's vor uns denn? steht. Dieser komische Pilzbaum. Sieht aus wie eine Palme. Pilzpalme. Der ist lecker. Nicht, dass der dich gleich packt und auffrisst. Was gibt's denn da von dem Baum? Ich werde ihn mal Palmpilz. antasten. Plasma! Plasma Deluxe. Ah, hier gibt es noch mehr solche Bäume. Ja, ich hab schon gesehen. Plasma. Ja, und ich habe gerade gesehen, bei dieser Liste von den Planeten gibt es jetzt Schwierigkeitsgrad. Der Lava-Planet ist wohl der Was? Echt? schwierigste. Oh, oh. Ja, bei der Liste steht Ah, Schwierigkeit. tatsächlich. Richtig Schwierigkeit. cool. Könnt da durchgucken. Zwei, da sind wir, ne? Denke ich mal, Genau, wir sind gemäßigt. auf Aqua. Aqua. Gemäßigter. Aqua. Ach, guck mal, Weil da gibt's auch. Schau Aqua mal, da darf man gibt's nicht auch sagen. verschiedene Gravitationen. Was? Oh, der Lavaplanet wird eine Herausforderung. 1,14 Kilo. Was machen wir denn jetzt? Wo gehen wir denn Da hin? steht Gramm nicht. Also beziehungsweise G für. Ja, Gravit, oder? Nee, das ist die G-Kräfte, oder? Meine Doch, die G, G, doch, genau. die G-Kräfte, ne? Hey, Gelo. Die Hallo? G! Ja, hallo! Onkel, wollten wir uns sind ein. rechts von dir. Ja, Hinter wir dir. wollten einen Platz suchen, glaube ich, zum Bauen, ne? Hinter dir, Richtig. Onkel. Ja, Hinter ich dir, weiß, dass ihr Onkel. hinter mir seid. Hier Achso. sind wir, Onkel. Sagt euch, Wollen wir noch auf die ja. andere Seite oder wollen wir hierhin unser Lager verschlagen? Nö, von hier. Auf die dunkle Seite der Erstmal Macht, hier oder? irgendwo. So. Ich meine, ist ja nicht das Problem, dann irgendwann Findet ihr auch, dass später eine die größere Grafik Woanders besser ist? hinzusetzen? Okay, dann würde ich Hier, sagen, stampf's wollen einfach hier irgendwo hin und dann gut wir. ist.
Schmeiß einfach die Werkzeuge am Boden. Okay, dann würde ich sagen, den brauchen wir unbedingt. Den brauchen wir unbedingt. Dem Rivano kannst du dann schon mal den Ressourcenfresser geben. Ich werde direkt die Kupfermine plündern. Ey. Terrainverdampfer war das, ne, den der Rivano kriegt. Terrainverdampfer stark. Ja, Ressourcenverdampfer. Warte, da hier, bitteschön, Rivano. Achso, muss ich ja jetzt hier ablegen. Findet ihr nicht auch, dass und die Grafik besser ist? Und hier ist der Rivano. Ja. Hebst du bitte auf. Habe ich doch schon. Ich muss unbedingt eine andere. Aber man kann jetzt auch Suizid machen. Hier gibt es sogar einen Suizidknopf. Oh. Ja, das ist auch ganz wichtig in Games. Ja, das sich selber umzubringen. Natürlich ist es wichtig. Ja, ja klar. Weil, ne, wenn man keinen Bock mehr hat und es nicht mehr aushält. Nee, wenn man sowieso nichts mehr anderes kann, als warten, dass man verhungert ist oder sowas, dann. Oder wenn man sich wie du schön festhackt in der Höhle. Dann macht man einfach Suizid und. Direkt abmurksen, tot. So. Aber ich habe nur zwei Ladungen, ne? Das ist natürlich jetzt auch eine kleine Pracht. Da muss ich echt aufpassen, dass wir von jedem was haben. Ihr müsst mir unbedingt sagen, was ihr braucht, um neue Munition herzustellen, dass ich dann direkt wieder herstellen kann. Aber ist tiefer geworden. 12,7 Meter muss ich in die Erde buddeln, bevor ich an das Vorratslager drankomme. Also ist schon tief. So, Onkel, willst du mal so uns Constructor hinmachen? Nochmal bitte? Ja, kann ich machen. Wohin soll ich? Warte mal, hier, stell mal. Keine Ahnung. Das ist ja so ein mobiler, ne? Ich glaube, später gibt's eh einen anderen. Sound muted. Sound resumed. Aha, ich höre das, wie du es nicht setzen kannst. Buddel ein Loch in der Welt. Oh. See you soon. Welcome back. See you soon. Was machst du da? Welcome back. Naja, ich bin doch am Arbeiten. Also das Problem, nee, ich mein, okay. Das Problem ist, dass ich jetzt, ich muss, warte mal. Onkel? Ich muss aber meinen Ton außen anschalten, weil genau auf den Tasten, wo es drehen ist. Dann gib's mir, gib's mir. Oh. Machst du damit den Ton aus, oder was? Gib mir, Das war geil, der Onkel war auch immer weg. Ja, keine Ahnung, was ist. Jetzt geht das so, wieder los. Danke sehr, vielen Dank für die Blumen. So. Dann stelle ich den jetzt einfach neben den Wassergenerator. Mhm. Tom und Sherry. Zack. Yay. So, was können wir denn jetzt Schönes bauen jetzt hier? So, ich baue jetzt gerade erstmal übelst ab hier. Zum Beispiel könntest du einen Terrainverdampfer nochmal zusätzlich bauen. Ja, Munition vor allem. Kannst du mal die Ressourcen hier reinpacken? Ja, klar. Aber ist doch geil, ne? Jetzt haben wir nicht mehr am Anfang so ein Konstruktionsraumschiff, jetzt müssen wir uns wirklich alles selber erbauen. Ja, ist ja schön und gut, aber ich hätte es besser gefunden, wenn wir auch mit einer Kapsel abgestürzt wären. Weil wir spawnen ja einfach nur und der Onkel ist ja, der Einzige, der mit der Kapsel abstürzt. Wir haben es mit dem Fallschirm gekommen. Vorher fand ich das eleganter gelöst mit dem Raumschiff, aber das ist halt echt Geschmackssache dann, ne? Ressourcen gespart, oder? Ja. Doch ein geiles Video. Also wir haben im Endeffekt das gleiche wie vorher von den Ressourcenmengen, nur jetzt haben wir halt kein Lager vorher, kein Energiekern vorher, kein gar nichts. Ich muss nur noch bereinigen, das war's eigentlich. Ne? Ich weiß nicht, soll ich, Grundstein brauche ich dann halt irgendwann mal, aber du machst schon, bitteschön, so, ist offen. Ja, das ist ja der Rivano, du bist der das da. Macht. Nee, du. Genau. So. Rivano, was ist, Rivano ist der... Ja, aber Rivano muss ja das machen. Also der baut ja jetzt ab. Ja, der Rivano baut ab. Genau. Du baust auf. Und du baust hin und ich baue auf. Ich baue ab, er baut auf und du baust hin. Was? Und er ist auch beim Kupfern hier ganz schön. Ich finde es aber trotzdem geiler, weil du sagst eleganter, ich finde es schon geiler. Dass wir jetzt unser Raumschiff von Grund auf selber neu aufbauen müssen. Das finde ich schon ganz cool, würde ich sagen. Ja, ich finde es halt. Dauert oder es kostet länger Zeit, also mehr Zeit, wenn wir jetzt erstmal den Constructor suchen müssen, bevor wir anfangen können zu bauen. Vorher hatten wir das Raumschiff, da hatten wir schon mal ein kleines Lager, Sauerstofftank, Energiekern, da konnten wir schon ein bisschen was machen lassen. Ja klar, ist halt schwieriger jetzt geworden. Ja, was machst du denn da? Okay. Ich freue mich schon, wenn ihr wieder euch gegenseitig die Türen wegbaut und sowas. Da ist ein Lachen immer da. Ich hoffe, dass jetzt der Patch ein bisschen länger anhält für unser Gebaubau. Weil sonst müssen wir wieder von vorne anfangen. Ja, eben. Warte mal, ich muss mal den Ton, glaube ich, ein bisschen weiter runterstellen. Irgendwann wird es ja dann doch ein bisschen merkwürdig.
Es ist jetzt, als würden wir wieder komplett von vorne das Let's Play anfangen, ne? Es ist nicht als wie, sondern es ist das so. Das ist so. Genau. Alter, warum ist die Schrift denn? Was ist da los? Was ist da los? Kann ja kaum lesen. Das ist doch groß. Komplett, also das haben sie echt komisch gemacht hier. Mega klein, das kann kaum lesen. Silvano braucht eine Brille. Quatsch, ich meine, Gabbugs braucht eine Brille. Der Revano hat schon eine, aber nur eine kleine. Ja, eine ganz kleine. Ich schaue mal durch die Scheibe des Lebens. So. Meine Güte, dauert das lange, bis der Schier die Scheiße gebaut hat. Ja, ich gucke jetzt mal eben. Ich habe jetzt schon so viel eingesammelt und wir haben die Ressourcen weniger gemacht. Mit der Verladung auf Kraftstoffzelle oder Metallstücke? So, ich bin hier schön am Abbau, meine lieben Freunde. Ich freue mich natürlich auch, wenn wir dann die neuen Gebäude durchsuchen. Mal gucken, was die so alles Neues gemacht haben. Vielleicht gibt es jetzt auch in diesem Gebäude, wir sind ja mal da reingesprungen und konnten dann die Sachen finden, dann war es eigentlich schon. Vielleicht gibt es ja jetzt auch mal ein bisschen mehr noch zu sehen, als nur ordentlich. Das wäre natürlich ganz interessant. Vielleicht haben wir noch Außerirdische? Boah, das wäre geil, kommen sie vielleicht auch ETs? Oder und Alf. Aber ich habe noch keine genau, Alf. Auf den Planeten gesehen. Und Alf. Oder vielleicht auch außerirdische Tiere. Mhm. Oder also neue Kisten. Oh, kannst du das nicht abbauen? Nee. Die Pflanze lässt sich nicht abbauen, okay? Die lässt sich nur. Ja, Boss. Oh, doch. Düngern. Ah, okay. Dünger. Genau, hast du mir schon Grundsteine gemacht oder machst du erstmal Rivanus Sachen? Ich mache auch gerade Grundstoffe, also diese Rumpfblöcke. Hm. Allerdings baue ich jetzt erstmal einen Terrainverdampfer und Munition für den Terrainverdampfer. Guck mal, jetzt habe ich das mal schön hingestellt. Komm mal raus hier aus dem Dorf. Ich habe das mal schön hingestellt. Ich habe mir mal das Terrain ein bisschen höher gezogen. So, guck, jetzt steht es richtig am Boden. Ja, das ist ja vollkommen richtig. Oh. Ach, das kannst du. Lol, okay. Hm. So, zwei. Oh also. Yes, baby, oh yes. Ich mach lieber nichts mehr dran, sonst ist das noch weg und dann bin ich wieder schön. Ja, genau. Dann können wir nichts, gar nichts mehr machen. Ja, dann sagt der Gabax, das hat der Onkel wieder gemacht. Ja, hat er dann auch. So, da hinten sind fette Spinnen, die sehen, oder Heuschrecken oder sowas ähnliches. Die sehen echt eklig aus. Die Basis sieht von hier hinten schon echt übel aus. Boah, geil. Ivano, kommst du mal bitte mit deinem Verdampfer her, bitte? Ja, ich hab kannst du mal bitte, die pack ich kurz. Kannst du warte mal kurz. Ja, erzähl weiter. Was los, Ivano? Ressourcen habe ich reingepackt. So, bitte, was soll ich machen? Ja, kannst du mal bitte hier den Stein wegnehmen? Den Stein wegnehmen? Ja. Ne, hier den, hier in der Luft, der hier in der Luft schwebt. Ja, hab da drauf gehalten, aber... Geht das nicht? Ne. Gehen irgendwo überall am Boden, geht was kaputt. Oh ne, sag nicht, das ist ein Bug. Ja, Kaputtschlag. Ein toller Stein. Guck, du kannst auch da durchgehen. Kann durchgehen, ja, stimmt. Das ist der, na gut. Das ist der Zauberstein, ist das. Genau, das ist der... Der, Stein der, keine Ahnung. Stein der Weisen. Oh, das ist noch einer. Da kann man sich drin tarnen. Oh, kannst gleich mal anschreiben, du hast wieder Bugs entdeckt. Flying Stones. Nein, da Early Existence. Nein. Was gibt's dann? Scheiß. Ach, warte mal, wenn der auf dem Boden steht. Was ist dann? Dein sein, ne? Los! Werd fertig. Terror. Oh, meine kleinen Freunde. Ich hab noch mal so eine Frage. Was brauchen wir denn noch für Ressourcen? Ich hab jetzt mal Kupfer reingezappelt, aber 89% noch. Zum Beispiel Medium und Eisen. Das Wichtigste als nächstes, weil ihr weißt, ich habe nur begrenzte Munition. Was brauchen wir denn, um Munition herzustellen von diesem Zermaler, den ich jetzt habe? Ja, schau ich. Moment. Wenn wir den nicht mehr hätten. Prometium auf jeden Fall. Okay. Und Eisen. So, ich hab erstmal. Habt ihr eine Knarre für mich? Ja, ich. Weil ich nämlich ganz dringend jetzt auf Ressourcen suche. Komm hier. Ja, ich komme ja. Ich würde nämlich ganz gerne kommt mit zu einer. Mir, weil die mit Knarre kommt. Eine Pistole würde ich so gerne haben. So einmal hier und da einmal legt er sie hin. Da. Hast du sie aufgewärmt für mich? Aber hier und einmal da, genau. Aufgewärmt.
150 kleine Patronen, die ihr Hand gewärmt hat. So, so, dann gehe ich mal los. Munition, ja, Munition. So. Handgewärmt? Ich hatte sie im Reißverschluss. Oh. Alle 150. So, fischig. Hast du noch genug Munition, Rivano? Ich habe 150. Okay. Wie 100? Ja, pass auf, ich könnte dir noch Munition geben. Er meint Munition für Dampfer, denke ich mal. Genau. Oh, dann nehme ich noch was mit. Ich komme wieder zurück. Weil wenn ich nämlich weit laufe für so ein Ding, dann sollte ich auf jeden Fall ausgerüstet sein. Ich guck mal hier. Boah, das wird geil. Wir bauen uns eine richtige Villa. So ein richtiges geiles Ding. Ich hätte auch gerne Deko-Nikolaus verstehen. Aber du hast mir bloß Grundstein. Rivano, komm her. Ich bin hier, ja. Jo, hast du Munition, jo? Ablegen. Den Basisstarter hast du mir aber noch nicht gebaut. Ja, bin ich dabei. Ah, jetzt habe ich 4, echt? Alter. Ich bin jetzt voll der übelste Abbauer. Okay. Ich baue jetzt. Warte, kriegst du gleich noch was? Rivano. Jo, warte. Ey, ich guck gerade auf die Karte. Habt ihr irgendwelche Ressourcenfelder entdeckt? Nö, negativ. So, ablegen. Hier, kannst noch mehr, Rivano. Was ist das? Noch mehr Munition. Warte mal, ich geb hier was. Ich tu was rein. Nein, oh, Onkel. Jetzt weg. Nee, ich hab schon genommen. Onkel, ich will auch noch Munition nehmen. Kannst du noch Munition? Wenn sie sich zwei streiten, haut der dritte ab. Komm, gehen wir schnell sammeln. So. Blöcke und das. Ein Corn Dog gibt's hier, dankeschön. Das. Ich könnte noch eine Munition für meinen gelben gebrauchen. Kannst du noch so einen gelben? Denn was? Für den gelben Abbauer. Kann ich noch nicht bauen. Achso. Weil er es nicht kann, der Konstruktor. Da brauchen wir erst den größeren Konstruktor. So, Rivan und ich müssen uns jetzt erstmal auf die Suche begeben nach. Ja, gut, dann komm ich mit, warte. Bin hier von sofort zu dir. Ja, wir können den Onkel mitnehmen, oder? Du hast überhaupt nicht den Grundstein irgendwo in der Mache. Na klar, ein Grundstein. Unten in der Liste. Ist der Stein der Weisen, oder? Gar nicht. Na klar, du hast den Rumpfblock fertig, aber nicht den Basisstarter. Na klar, hab ich doch nicht zu bauen. Nein. Oh, da steht Grundstein drauf. Kannst du nicht guck lesen? Guck doch einfach meine Folge an, dann siehst du, dass ich das gemacht habe. Da steht Rumpfblock grau. Wo ist denn der Gabax-Block grün? Gabax, wo bist du? Ich bin schon unterwegs. Nein, du sollst doch warten auf mich. Spät. Aber ist es jetzt nicht gerade dumm, wenn ihr mich hier ganz alleine lasst, bei den ganzen vielen Monstern, wenn ihr die Pistole Ich hab nicht habt. Mal eine Waffe, was soll ich denn sagen? Da sind drei Stück. Was soll ich denn machen? Soll ich meine Waffe hinschmeißen oder was? Ja, ist dunkel halt. Also wir haben das so geplant, liebe Zuschauer, der Gabax, wenn ein Vieh kommt, rennt gleich um das Vieh herum und zappelt so wie so ein Hühnchen. Und ich darf draufschießen. Das ist auf das Hühnchen? Auf das Hühnchen? Auf das Dings. Ne, der Gabax ist das Hühnchen. Auf das Ding, naja. Ja, und der ist der kleine Hühnchen. Ich hab das schon begriffen. Schießt auf das Monster. Ich hab das schon verstanden. Monster. Du nicht. Nee. Monster. Er ist der Monster, so wie er aussieht. Mann, ich kann nicht laufen. Meine Ausdauer ist auch tot. Ja, bei mir auch. Was ist jetzt? Erst Einsatzrastfunktion? Was? Chameleon? Ich bin doch, alles ist gut. Chameleon? Was? Rastet hier, ich bin gerade auf dem Desktop gewesen. Einrastfunktion. Ja, Standard Spiel, Windows. Ja. Einrastfunktion. Alter, ich raste auch gleich ein. Ja, so oft Umschalt gedrückt, wa? Ja, aus Versehen. Das war mein Finger, er ist zu dick. Es kommt davon, wenn man Umschalt drückt. Ja, wartest du jetzt mal. Oh, Mann, guck mal. Ich hab sie gefunden. Ich kann nicht hinterherlaufen, weil du so schnell läufst mit deinen zwei Beinen. Ja, kannst du mal sehen. Ich hab zwei etwas längere Beine. Ich hab sowas nicht. Ich muss schneller laufen. Ich bin voll beladen, ich habe eine Munition mit 150 Schuss. Schuss. Das ist der Wahnsinn. Hey, kann nur gegen, sollte mich die aufbewahren. Das ist der Wahnsinn. Gegen Drohne. Hey. Habt ihr jetzt gerade Wahnsinn gesagt? Ja. Ja. Also ihr meintet schon das richtige Programm, oder? Was? Ach, ihr meintet schon jetzt so richtig geil, oder? So richtig Wahnsinn. Red einfach weiter. Was? Alter, das Silizium-Lager ist ja ewig weit weg. Ja, und ich komm nicht hinterher. Ja, der Gabax so schnell. Du musst doch gar nicht hinterherkommen. Du musst doch eigentlich in die Richtung. Du hast doch keine Pistole. Ich habe dir doch gesagt, du sollst Eisen sammeln und hier dieses, du weißt schon, diese Energie. Prometheum, genau. Das musst du sammeln. Aha. Dann und ich bin jetzt gerade bei Silizio. Ich dachte, ich soll bei dir bleiben.
Wo ist denn jetzt? Hä? Okay, dann wir können doch auch später zusammen. Aber okay, wo ist denn? Oh Gott, das ist ja unter Wasser, das Teil, glaube ich. Da. Nee, ich gehe da nicht tauchen. Nee, das ist ja unglaublich. Das stand nicht in meiner Beschreibung von meinem Arbeitsvertrag. Auf deinem Vertrag. Dass ich jetzt hier tauchen muss, um arbeiten zu müssen. Oh, jetzt. Lol. Ich einfach mal runtergehe wie ein Stein. Das ist Jetpack. Ich habe Eisenlager gefunden. Da gehe ich direkt googeln, oder? Das ist gut. Das ist oh, richtig. Das ist was ganz was Neues. Was hast du noch gefunden? Epsilon Waffenfabrik. Ah, lol. Ja, da gehen wir aber zusammen rein, ne? Also nicht, ja, dass du da reingehst. Ja, das Problem ist, dass das Lager direkt daneben ist. Was mache ich denn jetzt? Soll ich ein anderes Eisenlager suchen? Dann würde ich sagen, dann gehen wir im nächsten Part in das Lager rein erstmal, wo wir dann wenn wir mehr Waffen haben. Und dann kannst du abbauen. Das ist die ganze Stadt, ist sogar Stadt ist das. Fast so weit. Dann die ganze Stadt ist das, zum Lager noch. Dann kommt zu mir. Ja, aber dann würde ich sagen, dass wir zusammen, dass wir erstmal uns Waffen holen und dann reingehen, oder? Ja. Wegen den Drohnen. Ja, ihr solltet euch auf jeden Fall verteidigen können. 2%. Gut, dann komme ich jetzt erstmal wieder zurück und dann gehen wir gleich zusammen zu dem Waffenlager und aber zu ihr sollt, aber ihr müsst doch trotzdem irgendwas abbauen, um dass wir uns erstmal Waffen bauen können. Richtig. Ja, dann suchen deswegen wir erstmal ganz... jetzt erstmal Silizium ab. Okay, dann suche ich mal weiter nach einer anderen Eisenlagerzufuhr. Da waren ganz viele Drohnen um der Fabrik drum. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall kein gemütlicher Spaziergang. Negativ. So, erstmal hier in den Boden rein. Ich hüpfe. Ich will doch nur Eisen. Ach, guck mal. Beim Abbauen wird links auch noch angezeigt, dass man XP bekommt, Siliziumerz, bla, ja, bla bla. Level 2. Yay. Wie Level? Ach so, das ging ja jetzt auch schon, ne? Mit den, ja. Das war ja letztes Mal schon so. Wo waren das nochmal gewesen? Mit dem, welche Taste war das? Das war, gute Frage. Kavi. Kannst du's? Ja, wie? Nee, L wie Level, das weiß ich gerade auch nicht. B, da steht Players. I, O, V ist Ego-Shooter, ne? O, ihr könnt doch Ego-Shooter jetzt machen. O. O? O, ja. O wie, oh Gott. Keine Ahnung. Oh ja, ich bin Level 1. Wie einfallsreich. Players Level, ich bin Lea 3, 25. Ja, wir waren noch. Ich würde sagen, wir machen mal inne an dieser Stelle. Na gut, dann beende ich jetzt mal die Party hier. Was habe ich denn jetzt gemacht hier? Okay. Alles klar, das ist raus. Okay, liebe Freunde, ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Wir sind wieder am Rennen hier. Wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich morgen, wenn wir dann, oder beim nächsten Part, wenn wir dann in die Epsilon-Waffenfabrik reinstürmen. Ich glaube nicht im nächsten Part, aber okay. Ja, oder gucken, was wir schaffen. Oder zumindest Waffen. Versprich den Leuten nicht, dass du dich halten kannst, mein Freund. Ja, dann. Ich würde schon ganz gerne rein. Ja, aber nicht jetzt, sondern Waffen. Erstmal Waffen. Ja, ich hab doch Waffen. Ja, du. Mit einer ist ja schön, dass du Waffen hast. Nee, soll ich mit der Waffe zuschlagen oder was? Steine werfen. Genau. Gegen Drohnen. Kieselsteine, ja. Ja. Achtung, wir verschieden in die Speichen rein. Ja, gut. Von der Drohne. Nee, dann schauen wir mal. Okay, liebe Freunde, dann würde ich sagen, wir gucken einfach, ihr werdet schon sehen, was wir machen. Auf jeden Fall coole Sachen. Schaut doch mal bei Gabax vorbei auf seinen Kanal. Schaut bei Gamercheck EP vorbei, also bei Onkel. Yay. Und bei mir Rivano EP. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.